Das regelt sich schon alles. Da müssen wir uns gar nicht irgendwie aufregen oder irgendwie. Das regelt sich schon alles. Das geht schon. Das Wichtigste ist, der Grundstein ist gelegt. Das MMO ist da. Amazon hat einen Fuß in diese Szene gesetzt und dann kann man mal schauen, was draus wird. Du kommst nicht mehr ran, wenn du dich wegstößt. Kommst nicht mehr ran. Das ist Ende. Geht nicht mehr. Du musst ihn töten, bevor er das macht. Du kommst aber nicht mehr ran. Das ist RIP. Und wenn irgendwelche Bugs, irgendwelche Sachen sind, dann wird das alles gefixt. Mein WoW hat heute noch mit Bugs von 2005 zu kämpfen. Also ich meine, das werden die schon machen. Das geht nicht alles von heute auf morgen. Die müssen ja auch hier da ihre Sachen machen. Also auf Channel 2 machen sie gerade hier den einen Boss, falls noch. Warte, ich hör's jetzt gerade aus. Ich hab nur gehört auf irgendwas Channel und so. Jetzt nochmal was mit Channel? Schaffst du, glaube ich, nicht mehr. Ja, die machen hier gerade. Ich bin da mal zu dem einen Boss hingefahren, den ich auch hab. Achso, der, das ist. Die machen den hier gerade, aber der ist schon auf 50%. Ja, mach den Boss nochmal. Das zweite Mal, wenn du machst, dann macht er das. Bei mir war es so, der hat es dann nicht mehr gemacht am Schluss. Das macht er irgendwie random. Manchmal bei 10%, manchmal bei 5%. Je nachdem, wie er seine Rotation da gerade fährt. Ja, es war erschreckend, dass so viele darüber sind. Ich weiß nicht, haben die Leute, die einfach so mitgelaufen sind, haben die nicht gesehen, wie das Spiel ist? Es gab doch auch Tests und Berichte und überhaupt. Haben die nicht gesehen, was da passiert ist oder was es da gibt und was es da nicht gibt? Oder läuft man da blind einfach rein und kauft sich das? Genau wie bei Cyberpunk, wo ich mir auch gedacht habe, hey, nur weil Witcher 3 so erfolgreich war, muss Cyberpunk nicht gut sein oder so. Das war Katastrophe schlechthin. Alle kaufen sich irgendwie Poster, Displays oder sowas und dann und schwören drauf und beten es an, als ob es Gott wäre. Und dann kommt das Ding raus und alle tun das wegschmeißen. Ich verstehe nicht, wie man sowas so doof sein kann. Das ist einfach nur. Dieses Hypen von jeder Scheiße, das regt mich so auf. So blind irgendwo reinspringen, weißt du? Ein bisschen nachdenken, logisch überlegen und dann erst handeln. So, weiß ich nicht. So ein bisschen, nur ein bisschen das Gehirn gebrauchen. Ganz leicht. Check ich nicht. Man kann doch nicht allem Scheiß hinterher laufen. Weißt du, jede Kleinigkeit. Ja, der macht, ich will's auch machen. Aber ob's was für einen wirklich ist. Und dann, das Geile ist ja dann, gehen alle dahin und danach gehen alle weg. So, das ist ja dann auch wieder dieser Hype. Der Hype ist dann dieses Weggehen. Ne? Das ist auch richtig und wichtig. Und wichtig, Chiller, mit dem Stream. Endlich mal eine richtige Entscheidung in deinem Leben. Mhm. Die erste. Glückwunsch. Und immer schreiben, was hier steht. Dass wir es immer wegen Hype gestreamt haben, war schon von Anfang an klar. Ich denke, dass sich einpendeln in eine feste Community bleiben. Das sowieso. Es wird immer in der Community bleiben. Auch wenn es nur ein paar sind. Und wie die Gäste das richtig gesagt hat, immer wenn dann bei einem Update aus, welches Spiel im Ozean, dann spielt das im nächsten. Genau, genau. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Dass man immer hin und her springt, je nach Update. Ja. Wenn du nur im Hype gefolgt bist, wenn du nur da bist wegen dem Hype. Oben rechts ist das X. Du Säckel. Kein Quee, sagt er. Hab mal gesehen, dass man spielt Hype in Sinne. Nee. Ich kann da nicht mitsprechen, weil ich so in so einer Situation nicht bin. Ich kann nur aus Erzählungen berichten, dass das heutige Werbebudget halt schon auf sowas übergeht. Ne? Also früher hat man vielleicht in Zeitschriften investiert, keine Ahnung.
oder Fernsehwerbung und sowas. Heute ist es halt, läuft es halt hier über diese Plattform, wo wir gerade sind. Und alles halt so ein bisschen hintenrum, dass man, weil man ja nicht über sowas spricht. Weiß ich ja, dass du die Aussage brutal überspitzen musst. Beste, das fühle ich ja, das mag ich ja. Der andere verzweifelt. So nehmen sie sich auf Zeit, also dann Skill 5 schaltet man aber. Vielleicht wenn man durch den Rückbuff erhält und deckt. Also bei mir ist die Offhand, ne? Fuwa. Ich weiß nicht, wann ich sowas kriege, aber es wäre halt ultra geil, noch ein Skill zu haben. Davon habe ich geträumt seit dem ersten Tag New World. Dass ich in Elion eine Waffe kriege und dann 24-7 nur mit dieser einen Waffe Holz hacken kann. Geil, Mann. Geil. Ab in den Wald, rein ins Holz. Zack, zack, zack. Gibt's eigentlich bei New World, wenn man Holz hackt, so ein Minigame wie hier? Oder ist es da einfach nur draufklopfen? Also wir reden jetzt so viel von New World, ich muss gleich umloggen. Gleich umloggen. Ne? Ja, aber sowas von. Für immer. Fix machen. $125k Steuern. Ja, Chiller, zahl uns das alles. Gar kein Problem. Macht ein paar Dungeons und fertig. Easy. Läuft bei uns dann. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn mit diesem Taschenplatz hier? Und dann, wenn ich noch hochscroll, werde ich hier noch verrückter. Beim Angeln gibt es nur Minigames sonst nicht. Ja, aber ich kann. Keine Ahnung. Ja, ich sehe schon. Ich pflanze es einmal an. Die Kiste konnte man, glaube ich, auch irgendwo eintauschen. Diese komische. Wo war denn das mal noch? Ich glaube, auf dem zweiten Dimensionsportal, ne? Also. Echt? Okay. Wo man die Schrift holen, um ins andere Gebiet zu bekommen. Irgendwie. Ach so, ja, das kann sein. Irgendwas konnte man da. Aber ich kann mir bei die ganzen Währungen gar nicht merken. Also die ganzen Sachen, was man braucht hier. Was mich bei New World also so ein bisschen fasziniert hat oder was mir gefallen hat, ich habe mir einen langen Test von GameStar angeschaut und von PC Games und von mehreren Spielern. Haben wir alles live im Stream gemacht und ich habe darauf reagiert und wir haben dann drüber gesprochen. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht dafür interessiere. Und das Kampfsystem, würde ich sagen, das hat mir eigentlich gefallen. So, 3 Spells, Waffenwechsel, nochmal 3 Spells. Das mit dem Ausweichen, aktiven Kämpfen und sowas ist ja ähnlich wie hier. Nur, na, das hat mir eigentlich gefallen. Dann haben sie weiter erzählt, bla bla bla. Dann, was mir nicht gefallen hat, ist dieses dauernd Farmen und Craften und sein Gear Craften. Das ist halt nett, aber ich will halt Bosse killen, Raiden, Instanzen, Bosse killen und dann den Loot abgreifen oder Loot kriegen. Bisschen Farm, aber nicht Main Farm die ganze Zeit. Dann ist das nur ein Farm Game, weiß ich ja nicht. Fühle ich über Farm will oder Farm Simulator oder sowas. Und was ich auch gut fand, wie man eine Rüstung herstellen kann. Man kann die aus verschiedenen Mats anscheinend herstellen, dass sie dann stärker und schwächer ist. Ne? Und das fand ich ganz gut. Das ist schon cool. Und dass man auch, wenn man da, klar, wenn man Leder trägt, ist es leichter, wenn man Platte trägt, ist man schwerer. Aber man kann da so eine Mischung machen. Das fand ich auch interessant. Aber generell hat mich das mit den Farben sowas von abgeschreckt. Und noch etwas hat mich abgesteckt, was mir jetzt gar nicht einfällt. Irgendwas war auch so, wo ich mir dachte, also je länger ich den Test gesehen habe, desto mehr habe ich mich geekelt. Wisst ihr das? So wie man, wenn man isst, am Anfang ist es ganz gut und nachher ist so ein bitterer Nachgeschmack, dann muss man es ausspucken. Oder ist ein Knorpel drin. Und so habe ich mich gefühlt, als ich mir angeschaut habe, New World Videos. Einfach der Knorpel ist es gewesen.
Werde ich gleich gemannt hier auf Twitch, weil ich gegen Amazon was wenn das sage. Jeff Bezos hört, oder kannst du mal, wenn das wird Screamy abgeschaltet. Aber sowas von hier. Einfach Knorpel. Sag mal, Sero, hast du bei deiner Mana-Weckung Präzision mitgeskillt? Ja. Präzision kann man auch nie genug haben, ne? Ja, glaub ich. Verstärkung, Präzision, Gelehrtheit, ne? Ja, aber es ist bestimmt entspannter hier, Brennstoff. Und man kann nebenbei noch irgendwie, keine Ahnung, hier streamen schauen oder quatschen und sowas. Was du da machst. Also Verstärkung habe ich jetzt nicht, aber das sollte man wohl, ja. Also Verstärkung, lieber, Präzision und Gelehrtheit habe ich gerade. Und halt auf dem. Lieber tue ich Main grinden, Chiller, anstatt Main farmen. Also Main im Wald hocken. 90% in den verfickten Wald verbringen und den Holz abhacken. Weißt du? Das ist ja wie in der Regenwald abhacken. Jeden Tag zweimal. Das kannst du dir nicht vorstellen, sowas. Erstmal Knorpel haben hier. Dann ist es. Ganz unten der Mitte ist Lebensentzug um 3%. Ist da nichts, was schon im Gang ist? Nee. Du musst aber auch nicht farmen, kannst du alles im Aktionshaus kaufen. Ja, und wie komme ich an die Kohle ran? Mache so wie ich, lieben das Farmen und können sich mit dem Spiel voll ausleben und das finde ich super. Ey, wenn man genau das fühlt und es Spaß macht, macht das. Das ist ja auch super. Da hat man die Erfüllung, den Traum gefunden in dem Spiel. Und das findet man selten im Leben. Wenn man den Traum, die Erfüllung in New World gefunden hat, dann soll man das spielen. Machst du übrigens sofort für dein Main-Level, das finde ich mega. Ja, also es hat schon ein paar super Ansätze, nur ich hab halt nicht so Lust auf PvP oder Open-World-PvP. Ich möchte dann, mein Leben findet eigentlich im Dungeon statt, in einer einsamen, verlassenen Höhle, wo ich alleine gegen böse Mobs kämpfe hier. Ne? Sad life. Und da steht er ja. Ja, siehst du? Achso, ich oder was? Ich versuch gerade irgendwie mein Inventar wieder. Ich bin halt 24,5% meines Online-Daseins in diesem Spiel mit Inventar beschäftigt. Ja, ist auch so. So, was hatte ich denn noch? Also, die Bosse sind irgendwie alle down. Da müssen wir dann mal irgendwo. Was sieht, wenn es sich ergibt. Weiß bloß nicht, ich nehme halt mal diese Quest an, dass man sie besiegen soll. Wenn das nachher irgendwann nachteilig ist, wenn man die 3 Wochen aufbewahrt. Genau, also Dungeons wird's geben, klar gibt's, aber ich bin halt dann doch mehr eher auf Raids fokussiert. Ich gehe über die Dungeon in die Raids und wenn ich das nicht habe, brauche ich die Dungeon nicht so wirklich machen. Aber das weiß ich nicht genau. Gibt es doch. Gibt es da. Kann man dann Main nur PvE spielen, wo ich sage, ich habe keinen Bock auf PvP, Main PvE? Dass man sagt, man geht jeden Tag in den Dungeon rein. Man tut sich daraus Gear holen, man macht den Dungeon immer wieder, dass das Gear besser wird. Man tut vielleicht ein bisschen was herstellen, ein bisschen was farmen. Nur so. Nicht Main farmen. Genau, und. Das ist halt nichts und ich spiele halt WoW, ne? Und. Das kann halt sowieso nichts ersetzen, diese Raids und das Ganze. Muss es ja auch nicht. Aber irgendwie. Ja, Farmen kann man komplett ignorieren. Was für einen Nachteil hat man denn dann? Hat man denn überhaupt eine Chance, irgendwie an was ranzukommen, wo man sagt, hey, da kann man kompetitiv mitmachen? Und ist kompetitiv nur PvP oder auch PvE, wo man sagt, man kann. Keine Ahnung, diese Dungeon halt in der Schwierigkeit schaffen, in 10 Minuten oder in 20 Minuten oder man geht die 5-mal oder. Ich habe keine Ahnung. Kann man auch, aber noch ist für PvPler etwas mehr geboten.
kommt das irgendwie halt am Anfang. Ja, genau. Das, also, was ich nicht schlimm fand, die haben in diesem... Ich schaue mir die Videos an, ich stimme aber nicht immer mit diesen Leuten zu. In den Videos haben sie gesagt, was negativ ist, es ist so, dass es immer die gleichen Quests sind, weil das erst dazu gepatcht worden ist. Man kann nur Kill-Quests machen, ein bisschen was sammeln und fertig, und es wiederholt sich alles. Sagen die, das war negativ. Ich finde das genau geil und richtig. Ich brauche nicht große, umfangreiche Sachen. Gehe hier hin, mach dies, mach das. Ich gehe hin, töte jemand, sammle was auf. Der hat mich betrogen und mach irgendwas mit dem oder sowas, ne? Das finde ich die stupiden, einfachsten Quests. Das sind genau meine. Ich brauche auch keine große Story. Mir sind Storys in jedem Spiel scheißegal. Wenn ich eine Story brauche, schaue ich mir einen Film oder eine Serie an. Egal, was wer erzählt hat, außer die wichtigste Story meines Lebens in einem Computerspiel ist das hier. Ist das hier. Und da wurde ich leider enttäuscht. There must always be a Lich King. Ja. Und jetzt gibt es keinen mehr. Da war ich gebrochen. Und mit der Gänsehaut gleichzeitig. Und Northgard gehörst du nebenbei. Hab ich gesehen, dass du da bist. Und wisst ihr, wer schuld ist, dass es den nicht mehr gibt? Der da. Bolvar. Der Typ. Was zeigst du denn? Ich spiele Sounds ein. Achso, Sounds. Oder was erzählt wird. Ja, ich hab's das ja gemutet. Deshalb war ich klar. Etwas irritiert gerade. Wusste ja nicht. Das ist halt, ne? Das ist... Der Schuld. Und wie viel Aufwand ist das mit diesem Schlüsselcraften für die Instanzen? Ja, aber... mal schauen. Also wenn da noch ein bisschen mehr PvE kommt... Ich würde mir gerne das Kampfsystem anschauen, wie das so ist. Und es sieht ja ganz witzig auch aus. Nur ich möchte nicht gezwungen sein, im Wald zu leben. Beim Bäumen. Sonst brauche ich mein Baumhaus. Ich bin ja jetzt nicht ganz so unaufgeschlossen, wie ich vielleicht klinge. Ich schaue mir ja alles an. Ich bilde mir die Meinung. Und bevor ich in etwas einsteige, muss ich Geld zahlen, weil for free macht es niemand mit mir. Bevor ich in ein Spiel eintauche, klingt ja noch besser, in Feuchtgebiete, nein. Bevor ich ein Spiel überhaupt spiele, muss schon ein gewisser Prozess bei mir im Kopf gereift sein. Ne? So blind stütze ich mich da normal nicht rein. Wie auch hier. Ich erzähle es jeden Tag mehrfach. 6-8 Stunden Videomaterial angeschaut, dann 1-2 Stunden ein bisschen gelesen, informiert und dann gesehen, hey wow, es gibt Solar Dungeons, hey wow, es gibt halt einen Tank und es ist nicht so schlimm, es gibt bisschen PvP, bisschen PvE, Arena 1 gegen 1 habe ich auch gecatcht und hey, why not, let's go. Ich habe dann nochmal überlegt, nochmal drüber geschlafen eigentlich. Ne, ich hab mit, wart ja dabei eigentlich, die dabei waren, wie auch immer, Spezi war glaube ich dabei. Und dann nochmal Videos geschaut, also das war halt schon sehr, sehr viel, ich zweifle daran und habe überlegt. Bei mir ist halt doch ein bisschen viel Kopfkino dabei. Genau, deswegen habe ich gemeint, das was sie gemacht haben, ist okay. Das Spiel ist draußen. Das Grundprinzip ist da. Die Basis ist gelegt. Der Grundstein und was auch immer. Und jetzt müssen sie halt schauen, was sie aus dem machen. Die müssen jetzt den Content halt irgendwie reinpatchen, rausbringen oder keine Ahnung. Season Pass. Irgendwas. Das wird sich jetzt herauszeigen hier. Aber so viele Spieler, wie sie hatten, kriegen sie sowieso nie wieder. Das muss ja auch nicht. Aber das Spiel haben sehr, sehr viele Leute. Und wenn was Neues kommt, schauen bestimmt mal ein paar wieder interessiert rein. Sei es denn auch, Streamer tun es fördern, ne? Weil, was ein Streamer spielt, laufen viele hinterher. Ne? Ist ja oft so. Also, das ist ja halt normal, ne?
Und je nachdem, was oder wer streamt, bei Hunderttausenden von Zuschauern, ist ja na klar, wenn er das macht, will ich es auch machen. Da denken manche nicht wirklich nach, ob es was für einen ist, sondern die machen einfach. Das ist halt, deswegen nennt man das Ganze auch Influencer-Gedönse. Finde ich ein bisschen komisch, aber ja, ist halt so, das zu machen. Ich hab ja auch für Meisterproppe-Werbung gesehen. Heute bin ich, ne? Fand ich's cool, nicht cool. Ich hab auch in meiner Kindheit viel Letter-Werbung gesehen. Heute fressen noch Letter. Ich lasse mich auch influenzieren. So ist ja nicht hier. Ich hab auch viel Dr. Sommer gelesen und hab kein Peil, was ich hab nichts verstanden. Ne? Weil alle Bravo gelesen haben in der Schule. War ja auch schon influenced damals. Es wird noch PvP, muss ich in welche Richtung. Genau, man muss halt einfach schauen, welche Richtung es entwickelt und dann gucken wir mal. Vielleicht werden wir auch da mal reinschauen, wenn das alles hier schon also da ist. Why not? Sagt niemals nie. Und das Kampfsystem will ich mir trotzdem gerne anschauen. Aber ich glaube, die Schnelligkeit und die Vielfalt vom Kampfsystem, was sie jetzt hier haben, ist da drüben nicht. Ich hab's nicht gespielt, aber ich glaube nicht unbedingt. Also für Alien im Vergleich zu einer neuen Welt. Aber Alien Design, das Spiel, ich habe mir so viel Sicherheit geschafft und bin mir nicht sicher, dass es nicht so wichtig ist. Nämlich ein Glück, dass er nicht nur ausprobieren und das Spiel trifft meinen Geschmack und das macht auch Spaß. Okay, ja, kann ja auch so verlaufen, klar. Ja, ich kann nichts verbessern, Alter. Schick mich doch zur Landerquest. Hey. Aber eigentlich ist das scheißegal, was wir spielen. Wir sind alles Gamer und haben Bock, hocken vom PC, labern ein bisschen, schauen irgendwelche komischen Streams, YouTube-Videos und sind eigentlich im Endeffekt alle gleich. Muss ich da nicht unbedingt hier zu sehr damit beschäftigen, was der eine was anderes spielt. Einfach spielen und Bock haben, Spaß haben. So wie dieser Krieg mit PlayStation und Xbox oder sowas. Oder einfach PC-Beste. Nee, wir spielen im Endeffekt das gleiche Spiel meistens. Sogar Crossplay heutzutage. Von daher ist es eh scheißegal, auf was man spielt. Auf PC, auf Konsole oder auf Nintendo, aber Nintendo ist auch eine Konsole. Oder auf Handy vielleicht sogar. Alles Gamer sind wir, das passt doch. Vier bis fünf Gegnermodelle. Ich weiß jetzt gar nicht, wie umfangreich das ist, was ich jetzt hier mache. Es sind schon viele Gegner, die hier machen interessante Fähigkeiten. Aber ob sich das wiederholt oder nicht, hier bei Alien, keine Ahnung. Ich fand die Dungeon auf jeden Fall gut. Die Bosse haben ihre normalen Fähigkeiten, machen ein bisschen AOE, die chargen, die springen, die tun irgendwelche Bälle auf dich schießen, die muss dich verstecken hinter Felsen und so weiter. Das ist okay, das passt doch. Das ist ganz, ganz nett gemacht hier. Die Black Desert gespielt haben, worin lag denn der Unterschied zwischen Black Desert und Black Desert Remastered? War das nur grafisch oder war das auch so content-technisch besser? Nur Grafik, okay. Ja, und die war doch, glaube ich, eh nicht so schlecht, oder? Also ich habe Black Desert damals probiert, als rausgekommen ist, haben wir zwei Tage gezockt im Stream und dann habe ich gemerkt, das ist nicht sowas für mich. Aber ich habe die Grafik jetzt eigentlich nicht schlecht in Erinnerung, ähnlich wie hier. Nur grafisch, okay. Schalt mir nochmal ein bisschen besser geworden. Ne? Ja klar, die haben wir schon gesagt haben, dass das Development Kit entwickelt sich auch weiter von der Unreal Engine, das ist ja klar. Und da wird es nochmal besser. Hat jetzt kein DirectX 12, aber das ist scheißegal, muss ja nicht. Aber schade, dass sie nicht das genutzt haben, dass sie auch ein bisschen Content noch reinbringen.
Ja, das hatte ich halt auch. Außer das endlose Grind gab es eigentlich keinerlei PvE-Content. Also, okay, vielleicht dieses Life-Skill und sowas, ne, das, aber. Das, ja, bestimmt. Das war was, halt Wildhorn? Aber vielleicht, hier haben sie, glaube ich, dazugelernt. Hier haben sie schon mehr Content drin, ne, bei dem. Mit dem Alien hier. Schätze ich mal. Was Wild One schreibt, habe ich vorher gesagt. Wenn ich das Spiel so zuschauen würde, so wie ihr das jetzt zuschaut, ich weiß, was mir gefallen würde. Bin ich ehrlich? Weiß ich nicht. Bin ich nicht so sicher. Es ist halt dann doch, jetzt schauen wir, was ich hier mache. Mal das gleiche hier rumlaufen. Bisschen hier was machen, da was machen. Zwar der Taste, es macht Piu Piu, Bam Bam, es macht ein bisschen Blink. Und wenn man aber aktiv dabei ist, man muss ja da steuern, was man macht. Hallo Haki. Man muss ja aktiv mitspielen. Man muss ausweichen, man muss aufpassen, man muss kombinieren. Also das ist halt schon ein aktives Kampfsystem, ist schon sehr, sehr geil. Ist halt aber auch nicht so entspannt. So wie jetzt WoW, da tust du Tab drücken und castest etwas. Aber es ist super geil. Es ist halt, was ich mir mal gewünscht hatte, ein MMO mit Street Fighter. Also, dass du den Ken oder Ryu kämpfen musst. Die ganze Zeit Hadouken, Shoryuken, die ganze Zeit sowas machen. So wie hier, mit Ken oder Ryu. Mit Street Fighter kämpfen. Oder Mortal Kombat. Ja, Ultra. Überladen mit was denn? Das Black Desert? Und ich finde das cool hier, also was wir hier machen mit dem Alien hier, weiß nicht, die Dailies, bisschen PvP, dann die Weekly, schön. Was haben wir eigentlich die Fähigkeiten für ein Global Cooldown? Manchmal dauert es ewig, bis ich mein Crew drücken kann hier. Machst du die gleiche Quest hier oder was? Oder bist du nur so da? Ich hab auch hier die Quest. Wir kommen jetzt zusammen. Ja, okay. Tun wir es halt zusammen. Ich hab das gerade gedacht, du bist nur so am Vorbeilatschen. Seid ihr in Real? Wir sind im ersten Raid. Wir haben uns freigeschaltet gerade. Ist klar. Ja, wenn ihr in Dings seid hier, ein zweites Portal, müsst ihr nämlich auch rein, das Level 38er. Ich muss 70 Gegner besiegen, ich hab noch 40 Minuten Zeit. Ja, ich muss noch hier diese Dinger machen hier. Diese ganzen Dailies hier mit Killen hier, Killen da, 80 Monster habe ich gerade hier. Was? Genau, apropos Erklärung, weil der schreibt, die BDO erklärt nicht so viel. Ich finde es total faszinierend, wie akkurat, also sehr, sehr genau alles erklärt wird. Sogar mit Pfeil, geh dahin, klicke da, mach dies, mach das. Also, du wirst so richtig in die Hand genommen, selbst für Doofe. Und ich verstehe es trotzdem nicht. Manchmal. Aber das ist halt sehr, sehr faszinierend. Mit was allem gerechnet wird, was falsch gemacht werden kann. Deswegen Pfeile hier, Pfeile da, klicke dies, klicke das und es blinkt hier, alles new. Es ist halt, es ist cool. Also so viel Details in einem Interface oder in Quests oder so, was die Angaben, also was die, das habe ich nicht gesehen. Also ich kenne jetzt nur WoW. In Arcade hat mir das Questen auch Spaß gemacht, da war es ähnlich. Das war auch ganz, ganz cool. Und da war, glaube ich, so eine Art GPS auf der Straße oder auf dem Weg, glaube ich. Bin ich sicher. War das Arcade oder war das BDO? BDO war es das auch. So GPS, so wie beim so einem Outrennen, ne? So die Ideallinie oder so ein Scheiß. Ist ja hier auch, aber das war halt noch anders irgendwie. Also das Quest hat in Arcade auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich dachte, das ist eigentlich ein Adler, ich bin an der Fliege, ey. Ich klatsche euch gleich, Kaffi. So eine Schnake ist das dann. Ja, genau, das ist anscheinend. Mit Fähigkeiten, was man alles machen kann, muss man irgendwie Stand. Ich müsste verlaute mich gar einfach nicht. Dieses Gefühl habe ich aber teilweise auch hier in dem Spiel. Also, mit diesem ganzen Stuff, also es gibt so viele Marken, so viele Sachen zum Tauschen, zum. Eins wird zum anderen, genau, und das, apropos eins wird zum anderen, das hat mich irgendwie abgeturnt in New World, als sie gesagt haben, man muss viel kleines
craften, um was Größeres craften zu können. Also 20 kleine Gegenstände, um 2, 3 große herstellen zu können. Und das ist ja hier eigentlich genauso mit diesem Tauschen. Du tauschst Marken in dies, du tauschst Marken in das, du hast jenes. Du hast 54.000 verschiedene Schriftrollen, Marken und alles. Also was weiß ich, was da... Was noch alles kommt hier. Oblekt ist das noch schlimmer? Okay, dann ist er wild. Ja, genau deswegen, weil echt alles erklärt und gezeigt wird, wirkt die BDO für mich überladen und vom Interface her. Aber das ist heftig, ne? Was hier alles gezeigt wird. Da wurde auch was gekst auf dieser Odins Insel. Ach nee. Fest, oder? Machen da, wo das, du gestern warst. Geil. Ich muss mal zurück und meine Rüstung aufwerten, damit ich die Quest weitermach kurz. Hier. Die Quest war fertig. Bei dir glaube ich auch. Ja, genau, genau. Aber ich... Da das ja hier so ein Asia-MMO ist, ist das nicht typisch, diese Liebe zum Detail? Also, ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass WoW wird es sowas niemals machen können, dass es so genau erklärt wird. Muss es ja auch nicht. Das erklärt sich viel von selbst. Hier ist das teilweise für doofe, glaube ich, oder für Kinder, also auf eine kindliche Art und Weise manchmal erklärt, aber das ist halt gut. Du musst nicht viel denken, du spielst einfach entspannt einfach. Du musst dann nicht immer dich quälen bei allem, was du machst im Leben. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass New World auch so ist, dass alles hier, da, geh dahin, klick dahin, mach dies, müsst ihr mir sagen. Liebe zum Detail, was das Interface und die ganzen Erklärungen angeht, die Tutorials, das meine ich. Hier, ne? Hier das ganze, der ganze Stuff, hier blinkt doch was Neues, damit etwas gesagt wird. Es wird genau erklärt, was du machen kannst, was du mit dem tun musst und was du, ne? Es nimmt dich komplett an die Hand. Das Interface, die Anzeigen und alles, so das meine ich. Was dann, der Rest weiß ich ja nicht. Ja, und das finde ich ganz okay. Ist ganz simpel und das passt auch so. So, müssen wir irgendwas aufwerten. Was haben wir denn hier? Schuhe. Das letzte, das kriegen wir 100%. Ja, okay. Mach mal. 20k, hey, krass. Sagt das der Herr zum Nachladen. Ja, das ist klar, dass es Tutorials gibt und genaue Anweisungen. Nur was ich halt meine, das ist halt schon, hier ist das ziemlich aufdringlich. Hier, du musst das klicken, du kannst das klicken, das ist halt so, keine Ahnung, es hat einen anderen Flavor als MMO halt das Spiel. Ja, als WoW, weil nicht MMO ist, ja, ist das Spiel auch. Ja, man vergisst wirklich, was man da macht. Also ich find's gut. Ich find's gut. Und ich fühle mich auch gut aufgehoben. Bin immer noch ein bisschen unsicher, ob es mit der Skills und so alles richtig ist. Und was ich mir heute den Kopf zerbrochen hatte, so ein bisschen, wo ich dann einfach gesagt habe, nee, jetzt habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte das halt so haben, dass das alles so perfekt optimiert ist, dass ich hier direkt an einen Punkt komme. Zum Beispiel, ich habe mir schon überlegt, ich habe jetzt erstmal heute geschafft, 33 hinzubringen bei denen. Das hat mich ja schon gestört, dass ich nicht 33, sondern 35 habe. Hier 2 weg, vielleicht hier 2 hin oder hier 1 weg, dass es 12 ist und da und hier vielleicht noch ein paar hier weg oder hin, dass es genau so einen Breakpoint hat. Aber das ist halt ultra schwer, das alles zu optimieren. Und ich glaube, darüber mache ich mir, glaube ich, keine Gedanken, erst wenn ich das finale Gear habe. Denn ich möchte halt genau, dass kein Punkt zu viel und kein Punkt zu wenig hier ist. Hier vielleicht auf 12, hier vielleicht auf 21, hier vielleicht auf 12 oder auch 21, je nachdem. Und dann, habe ich mir, ja, was hat man denn angeschaut? Dann habe ich mir, ich habe so Schriftrollen, die buffen dich im Kampf für gewisse Zeit. Die muss man dann, glaube ich, im Bosskampf oder sowas nehmen, falls man vielleicht Probleme hat.
Oder dieses Ding, was gestern Zero gesagt hat, hier unten so eine Art Makro, dass du zu Kampfbeginn oder zu dann diese Reihenfolge da hast und irgendwas da reinmachst. Hier, was passiert, wenn es halt so eine Art Makro. Das ist auch schon heftig, was man alles machen kann. Das ist schon wild. Ja, und die Zeit, die vergeht halt gar nicht im Spiel, hat Chiller recht, ja. Die Runen kannst du ins Makrobuch einfügen. Ach so, echt? Sind das die? Ich wusste nicht, dass es die sind, okay? Ja, warte, machen wir das mal. Ich hab's irgendwie nicht hingekriegt mit denen, die ich da mal hatte, irgendwie. Krass hier. Wie füge ich die hier ein? Einfach rechts? Achso, mit Rechtsklick tut man sie nicht verbrauchen. Mein nächster Gedanke war Rechtsklick, aber nicht, dass sie verbraucht werden. Ach, die werden hier registriert. Okay, hier muss alles registriert werden. Halbes ja. Amt hier. Ja, dann müssen wir es auch nochmal probieren. Ne? Geil. Ach, ich habe nur die zwei, glaube ich. Und warum stapeln sich denn manche Sachen nicht? Das verstehe ich bis heute nicht. Und warum sind es nur 100 Stacks? Ich weiß nur Konto und nicht Konto zum Beispiel, ne? Das ist ja das beste Beispiel bei den das Teilen. Das ist klar. Das ist ein, das ist fix, dass du einmal im Konto anlässt, du halt so kannst du mit dem machen, was du willst. Damit Inventarspace. Ja, natürlich, natürlich. Damit tun sie ja auch ihr Geld verdienen. Das ist ja okay. So. Ein Schlüssel zur Lohnkiste vom Dünenmann betritt das Dünenvorland. Ach, da war ich doch schon. Da war ich doch schon heute mal. Da wurde ich von einem Ali getötet hier. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich meine Punkte irgendwie wieder kriege und dann auf dem Weg da nicht sterbe. Muss mal kurz daran arbeiten hier, ein paar Minuten. Dünenvorland selbst ist aber durch diese Höhle, ne? Also da wirst du dann wieder nicht angegriffen, nur auf dem Weg dahin vielleicht. Kurz vor dem Portal wurde ich getötet heute. Wenn es das Portal ist, beim Baum da. Genau. Da wurde ich direkt vor dem Baum umgebracht. Ja, zwei davor Meter vorher. Gehen sie ganz gerne mal. Ich meine, halt nur da drinnen können sie dir eigentlich nichts tun. Ne? So, also das letzte hier, das habe ich noch nicht. Kurz nochmal nach Hause gehen hier. Killverlauf. Okay. Weapons and armor. We have the very best of it all. Jetzt bin ich stolz. Ich habe Holzfeldstufe 2. Yippie. How cute. Oh dear. Looks like you need new equipment. Ja, das ist ja schon klar, dass er nicht millionenfach gestackt werden muss oder so. Ist halt Inventory Management. Es ist ja okay. Also, ich würde mir schon auch diese Tasche kaufen, diese Materialtasche. Bin mir aber nicht sicher, falls ich dann doch einen anderen Schaden noch probieren wollen würde und der mich dann mehr catcht, dass ich dann hier alles in den einen investiere. Da bin ich mir unsicher. Ja gut, du kennst dich vielleicht ein bisschen aus und du bist da schon ein bisschen weiter und das du bist ja sicherer bei dem Ganzen, was du tust. Ich weiß nicht, ob ich was wegtun soll oder nicht. Ob ich es da lasse, ob ich es noch brauche, ob ich dann noch später irgendwie crafte, dass ich jetzt schon farme. Und da, weißt du, da bin ich halt unsicher. Deswegen behalte ich halt erstmal alles. Ja, und schon überlege ich diese blauen Fragmente von irgendwas da, ob die nicht eigentlich auch weg können. Aber so richtig, überzeugt war ich auch nicht, die zu vernichten.
Und wieso habe ich 20 Flaschen drin, die diese Scheißzeit in 30 Minuten verlängern? Ich will da gar nicht so lange drin sein. Die laufen alle ab hier. Natürlich zahlt man dafür, aber das ist auch so eine Art Unterstützung auch für die Programmierer, finde ich. Du kannst dir natürlich auch andere Sachen kaufen und so, aber why not? Wenn das dir Vorteile ein bisschen bringt mit dem Inventar, wenn es die Programmierer unterstützt, die haben ja mehr davon. Das ist ja nicht schlimm für die, wenn die dann ein, zwei Klicks noch mehr Items herstellen. Ja, du sagst es ja auch nicht. Habe ich jetzt auch nicht so gemeint, falls das so rüberkam. Nur, der Begriff Pay to Win ist halt ein bisschen wild, was das angeht. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was Pay to Win ist. Gut, ich habe schon mal FIFA gespielt, so ist er nicht. Für mich ist das typische, ich keine Ahnung, vielleicht ist das auch gar nicht die Definition von Pay to Win. Wenn ich diese Rüstung, hier ist Objektlevel, also Itemlevel ist 425, habe ich jetzt Bock, Itemlevel 1000 zu haben. Hier 10 Euro, gibt mir 1000er. Itemlevel, bitteschön. Das ist für mich Pay to Win. Alles darunter ist für mich, weiß ich nicht. Also das ist halt krass halt. Was wir noch schon mal drüber geredet haben, ist es Pay to Progress oder so. Das Pay to Faster Progress oder irgendwie. Genau, und da sehe ich, da, ja oder so, genau. Was kein von der Rode schreibt. Da sehe ich jetzt in einem MMO nicht so das Problem. Ob ich dieses Spiel jetzt 1000 Stunden spiele oder 1100 Stunden spiele, MMO spielst du eh, wenn es dein Main Game ist. Also, ob du jetzt eine Woche Vorteil hast oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Solange du nicht ein Jahr Vorteil hast. Weißt du? Wenn ich jetzt das eine Item oder wenn ich jetzt diesen Freitag das bekommst du das und ich bekomme das am Montag, ne? Und pff, drauf geschissen. Ist doch egal, ist doch kein Weltuntergang. Es gibt so viel Schlimmeres auf der Welt. Ne? Ist halb so wild. Genau, man muss ja auch nicht. Wir studieren ja nicht drei Milliarden, wir erzählen halt nur so ein bisschen. Wie war das nochmal? Wenn ich jetzt was verzaubert habe, soll ich auf Behalten klicken oder ändern? Du musst es ändern. Wenn du das behalten willst, also wenn du das möchtest, was da draus geworden ist, dann musst du es ändern. Was ändern. Vorher war, ist behalten, was neu ist ändern. Okay. Alt ist behalten, so wie es. Du behältst es so wie es ist und neu ist es dann verändert. Aber ich sehe gerade, die Schuhe, die haben natürliche Ausdauerholung von 700. Pff. Okay. Und wenn ich jetzt das ändere, ist Crit-Treffer 15, 66%. Rang 3 vom Gear of EU. Ja, konnte man denn ein BDO Gear kaufen oder was? Normalerweise weg ist Pay to Win. Für mich ist das zum Beispiel XP kein Pay to Win. Ja, das ist für mich auch kein Pay to Win XP, dass du 10% XP Boost hast. Ja, mein. Pff. Wie gesagt, wenn jetzt zwei Spieler gleich viel ungefähr spielen und der eine ist halt eine Woche vor dem anderen Max Level, ist doch scheißegal. Ich glaube jetzt nicht, dass der länger braucht, weniger Spaß hat im ganzen Leben, im Spiel. Vielleicht hat er sogar mehr Spaß, weil er halt noch mehr prügeln darf. Und ein bisschen farmen und so. Und währenddessen entspannen. Puh.
Bei mir wird es auf jeden Fall noch dauern. Ich habe keinen XP-Boost, ich mache keine Lumines, wie das Ding heißt. Das wird schon noch ein bisschen dauern. Im Budo konnte man Cash-Shop-Items für Geld im AHA verkaufen. Okay. Das ist dann schon stark. Also schon starker Eingriff ins Spiel, ne? So, jetzt gehen wir schwimmen. Chat, ich habe Bock auf Schwimmen. Kommt sie mit. Ich muss erstmal, also bevor wir schwimmen gehen, Chat, müssen wir erstmal hier, ne? Moment. Kurz mal wechseln hier. Erstmal. Und Moment, du Papa, wo muss man kurz was ändern hier? Bikini. Klar. Erstmal, also wenn wir schwimmen gehen, müssen wir richtig hier. So muss das sein hier. Der Puls war auch nicht richtig, gerade nur connecten hier. Ach doch, Puls falsch. Man kennt's. Wo ist das neue Stream? Zurückspulen, 2 Minuten zurückspringen. Ja, da bin ich gestern an Dauer drauf gekommen. Okay. Was ist das neue Feature oder was? Ja. Auf Twitch habe ich so einen Knopf, irgendwie Stream zurückspulen, 2 Minuten zurückspringen. Achso, yep. Cool. Ist ja super. Meine Frage: Wo krieg ich jetzt auf die schnelle Steine her zum Bezaubern? Mist. Die Schnelle geht gar nichts. Da kann ich die lila Handschuhe nicht anziehen und kann die nicht plusen. Och Mann. Ja, verzaubern habe ich auch nicht, aber aufrüsten halt kannst du, oder? Nee, ich habe keine Steine mehr. Was hast du mit denen gemacht? Da gibt's so viele. Hast du die gegessen oder was? Scheinbar. Aber ist scheiße, also ist dann kacke. Scheiße, also ne, ist am Klo, wenn sie unten rausploppen, dann ja. Aua. Harte Steine. Aktionshaus steht im Chat. Mist, dann muss ich warten. Familienname, Gilde hast du angeblich gesagt. Ach so, von dem Namen, von der Gilde, ja, von Chilla, okay. Hast du ihn geschafft, Jim? Ey, warte. Kommt was. Moment, ich muss nur hinklicken. Scheiße, wo ist das hier? Jim, das ist für dich. Such dir aus, ich habe 12 verschiedene Applaus. Was willst du? Zwischen 1 und 12. Such dir aus. Dann drücke ich das. Eine Zahl zwischen 1 und 12. Such dir aus. Dann drücke ich das für dich. Der hat's geschafft, der Boss. 6. 6 ist immer gut. Für dich. Mhm. GZ. Aber das war jetzt aber schon 4 Stunden später, oder? Mal gucken, Timeline hier. So, ich habe es wohl geschafft. Ich muss ja AFK seine 2 Steine verbessern. 1533, 620. Ja, Quick Run. Easy. Kein Problem. Immerhin, geschafft hier. Geschafft. GZ. Okay, du hast gesagt, ich muss schwimmen gehen. Wo kann ich jetzt schwimmen gehen? Ich habe mich extra hingepasst, dass ich weiter rechts bin. Kann ich nur hier im PvP-Gebiet schwimmen? Weil ich habe jetzt extra Bikini angezogen. Nebenbei 2 Quests gemacht, okay. Du meinst, du hast also nicht so lange gebraucht, wie ich das ausgerechnet habe. Kann man denn hier im Dorf nicht schwimmen? Da kann man nur angeln, gell? Das ist alles so... Zu seicht das Wasser. Na, ich möchte planschen. Wo empfehlt ihr mir zu planschen? Zero meinte hier. Im Atlantik. Ich habe noch... Ich möchte das wiederbekommen. Oh geil, das fühle ich. Darf ich da mal streicheln? Oder darf ich keine Touch? Ich würde gerne irgendwie das wiederbekommen. Und das Einfachste, was wir gesehen haben... Ah, ich finde den Scheiß wieder nicht. Hier.
Das Einfachste, was wir gesehen haben. Ach, schau mal, ich habe automatisch eins bekommen hier. Lol, kauf 500 Ladenobjekte. Okay, eins habe ich schon. Okay. Warte, vielleicht habe ich ja schon noch eins. Nee, 30 PvP-Erfolge. Berufserfolge. Ich habe Berufserfolge, habe ich gar nichts gemacht. Ist schwimmen. Irgendwo stand, dass man schwimmen kann. Und dann haben wir gesagt, 200 Sekunden schwimmen. Das ist die richtige Ding da oder was? Ja, einmal habe ich schon. Auffrischen, let's go. Yes. Geil, 79. Uiuiui. Aber Zero meinte, er hat das Schwimmen getestet und nichts passiert. Kein Erfolg. Muss ich da am Rücken planschen oder seitlich oder kraulen oder wie ist das? Also das 200er Sekunden, das habe ich, aber das 500er da habe ich irgendwie nicht. Ich habe es probiert, okay, mit einfach im Wasser AFK sozusagen rumdümpeln. 10 Minuten lang, das hat nicht geklappt. Und dann bin ich da gegen die Weltwand geschwommen mit Numlock. Das hatte irgendwie, glaube ich, auch irgendwie nicht so richtig gezählt. Dass man Weltwand vielleicht wirklich 10 Minuten lang W drücken muss. Ich hätte nicht gedacht, dass du in dieser Fraktion bist. Die Welt ist eine Scheibe. Also das, ich weiß ja nicht, was du glaubst, aber es gibt keine Weltwand, mein Freund. Welt geht immer im Kreis. Wirst du also, schon sehen, bitte. Was ist mit dir? Okay. Kann man denn echt nur hier schwimmen? Im PvP-Gebiet? Die waren den Boss. Das war jetzt die Stelle, die ich gefunden habe. Hat jemand noch einen sicheren Safe Space für mich, wo ich planschen kann und ein bisschen... damit ich nicht so in Gefahr bin. Ich meine oben, also nach links oben in dem höheren PvE-Gebiet, aber das war mir da auch zu unsicher, ehrlich gesagt. Da gibt's ja auch das noch sind bestimmt so Mobs, oder? Teiche. Wie böse sind. Ja. Was ist denn hier deshalb eigentlich bin hier? Ich lieber dahin. Sandgeist-Oase. Das klingt mysteriös. Darf ich da überhaupt hin? Das ist nicht... Da habe ich doch gerade noch Quest gemacht. Ich glaube, das sieht so schön aus. Ich glaube, das 42, ist 43. Aber es ist ja dicht bei, ne? Kannst du mal eben hinhoppeln. Wo sieht man denn eigentlich das? Ach, da muss ich eh bald mit 45. Ja, klar, mit 45. Übernächstes Jahr. Also sogar auf die Gebietsschrift, ne? Kümmerminen und sowas, Humanoiden klicken und dann siehst du genau, was da droppt, welche Viecher da sind und. Das ist schon cool, gell? Ja, schon ganz schön cool gemacht. Kann man denn hier planschen? War da schon jemand? Bei dem See? Sandgeist-Oase in Klammern? Da habe ich ihn gequestet. Das sind diese komischen Naga-Viecher oder irgendwie die da hießen. Ich glaube, da kann man nicht schwimmen. Wenn dann da weiter links rüber in das High-Level-Gebiet, aber. Wie jetzt? Da steht. Jetzt geht's. Die Route ging nicht, konnte nicht erstellt werden mit der Gewarnung sind. Man darf nicht da über den Rand klicken, sondern eher innen sozusagen. Darkface. Ich gehe jetzt schwimmen. Das ist soweit. Du bist ja auch gerade da. Ich habe irgendwas verändert an meiner Skill und nun werde ich immer gestunt. Kann ich so machen. Reloggen. Ist gerade an irgendwas vorbeigefahren, was vielleicht auch gar nicht schlecht aussah, keine Ahnung. Ja, achso. Reloggen, das ist, weil du deinen Gleiter genutzt hast. Einfach reloggen, dann geht das kurz außen einloggen, so wie es auch geschrieben wird hier. Welche Wege ist er denn gefahren? Achso, hier, das da? Ja, das war ja, glaube ich, auch so seicht, so. Oder? Guck mal. Kann man da schwimmen? So nee. Unten nicht, aber da oben sah es so einigermaßen tief aus, aber ja. Vielleicht der Schatten oder so. Ich glaube, das ist alles ziemlich flach. Ich glaube, du kannst nirgends schwimmen hier. Das ist aber auch faszinierend, ne? Bei jedem Spiel ist man immer voll genervt, dass man irgendwie abgemountet wird oder so. So bei WoW zumindest abgemountet oder dass du nicht ins Wasser kannst, so nervig, so langsam wärst. Und hier ist alles
total, ja, eben halt. Flach. Nur Pfützen. Flach, ja. Ja. Das stimmt wohl. Das ist ein Bug mit dem Gleiter. Einfach nochmal außen einloggen. Fertig. Dann geht's wieder. Oder irgendwie nochmal Gleiter benutzen, ne? Ich glaube, ich ging einfach schneller noch, aber... Irgendwo, wenn du tot am Boden liegst. Ja gut, der Blee tut dich das Schlocken auch nicht. Ja. Dann gucken wir mal. Ja, aber ansonsten, neuen Char-Beginn ist doch auch cool, oder? Hat er Spaß gemacht, macht dann wieder Spaß. Was hast du eigentlich für Buffs? Ich wollte eh wegen dem Buff, wegen Pietl schauen. Zu weit weg? Was ist da, wie ist so? Ich habe nur den Titel nicht mehr gefunden. Wo ist der Erfolg im Titel? Titel mit Buffs? Leute, wie viel habe ich denn hier? PvP-Titel? Ich habe PvP-Titel. Neuling der Arena. Den nehme ich. Der bringt nichts. Da tut mich keiner auslachen, wenn ich das nehme. Ich glaube, das haben so die Pros immer an. Die hier mit einem Schlag runter. Wow! Was ist hier? Was sind hier? Dreiste sind sie hier. Ja, ich war gerade im Lesen und dann auf einmal kommt so ein PP-Geheimnis. Ist das ein Event oder was? Beginn der Quest? Das ist ein Event, ist das anscheinend hier. Beschütze die Typen mit Infektion und Gebietgeeignisse. Ach, die da sind hier beschützt, okay. Die mich aufsetzen, gerade so entspannt hier. Aber ich bin, glaube ich, nicht alleine hier, so wie es aussieht. Ich weiß nicht genau, wann kriege ich eine Offhand oder wann kriegt man generell oder wann ist das geplant, dass man den Skill 5 freischaltet. Aber 5 ist zu weit weg. Wie soll ich das machen? 5, da brauchst du diese blaue Rüstung, musst durchbrechen auf lila. Ja, schon, aber wann kriegt man die? Ja, die kann man entweder farben, wenn du Glück hast, kann das so ein Ding droppen. Oder kaufen oder craften. Aber ich brauche eine Offhand mit 6 Slots. Ja, die gibt's doch hier, die lila. Per Quest, die hast du doch auch gekriegt, das Schild, oder nicht? Ja, aber ich muss genau das tauschen. Bei mir muss es halt eine Offhand sein. Hm. Und die Offhand mit 6 Dingen? Dass es egal ist, ob Offhand oder Mainhand. Der sich relativ sicher schien. Ach so. Und ob man die denn dauerhaft tragen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, man schaltet den Slot einfach nur frei, wenn man die mal hat. Und dann kann man auch wieder wechseln, oder? Das weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Verfügbar nach Ausrüsten. Okay, das tut nach das jetzt. Ausrüsten. Ob das jetzt. Ich hatte schon mal eine Durchbruchs-Nebenausrüstung. Ach, Nebenausrüstung. Ah, da brauche ich ja die Nebenwaffe. Stimmt. Ich habe eine Rüstung gekriegt, mal durch Uwe eine blaue. Wie woanders hin? Du musst halt da südlich klicken. Das ist schon der Kartenrand, wo du da klickst. Du musst weiter